Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Dragon Quest 8. Wir befinden uns im Dungeon. Ich konnte mich am Ende noch mal kurz mit MP, ein bisschen mit MP Sachen voll heilen. Ich habe genug Elfen-Elixiere im Verlauf des Abenteuers zumindest ansammeln können. Und wir machen heute weiter. Ich weiß nicht, wie lange der Dungeon noch geht, also keine Ahnung. Wir treffen auf jeden Fall sehr viele bösartige Feinde, die halt sehr viel MP schlucken. Und was halt schon sehr nervig, was soll ich sagen. Ich muss halt jedes Mal irgendwelche krassen Fähigkeiten einsetzen, damit ich überhaupt irgendwie durchkomme, weil sonst bin ich halt selber down, ne? Weil die Gegner können halt sehr viele böse Attacken. Sehr viele böse Attacken können sie. Die einen wirklich aus heiterem Himmel heimsuchen. Ja, das ist eine Sache. Das ist eine Sache. Dann entziehen sie einen auch noch Magie. Man hat ja genug, ne? Man hat ja genug hier im gesamten Dungeon. Dauert halt 100 Jahre der Dungeon und dann klauen sie ja noch die MP, ne? Dann machen sie ja noch diesen. Aber so kann es gehen, ne? Es wird immer gesagt, wenn Leute wollen eine Herausforderung nach dem Durchspielen, dann kriegt man eine Herausforderung. Nach dem Durchspielen dann meckert man auch wieder, ne? Und dann wundert man sich, warum die Spiele auch mal leichter werden. Ich weiß, ich kann es verstehen, Leute. Danke, dass ihr diese Büchse überrannt habt. Also ich kann es natürlich voll und ganz verstehen. Ist da auch eine Truhe? Man sieht halt nicht. Ja. Hoffen wir mal, dass es keine Box ist. Ein Metallkönigsspeer. Der mächtigste Speer überhaupt, er kann beinahe jedes Material durchdringen. Okay, ja, du. Ich meine, tauschen wir aus, ne? Hier. Die Heldenspeer gegen den Metallkönigsspeer. Ja. Damit lässt sich bestimmt später viel leichter leveln. Hoffentlich. Na gut, haben wir schon mal den stärksten Todeskönig? Haben wir schon mal den stärksten Speer? Jetzt fehlt nur noch das stärkste Schwert, aber das kriegen wir halt nicht. Das kriegen wir halt irgendwie später, aber das will ich nicht holen. Das will ich nicht holen. Weil unnötig. Klar, Ausrüstung ist immer geil, aber was will man mit der besten Ausrüstung, wenn man danach sowieso nichts mehr zu tun hat? Habe ich jetzt mit ihr angegriffen? Ich wollte nicht angreifen, ich wollte einfach auf Zauber gehen, ey. Wirklich. Egal. Mir macht dieser Todesfürst ein bisschen Angst. Der sieht bösartig aus. Wusstet ihr, dass manche Gegner hier mehr Leben haben als der erste Boss? Ja, locker, ne? Manche Gegner haben hier sehr viel mehr Leben als Bosse. Ich will aber jetzt nicht auf die Alten hier rufen, weil es auch so viel MP verbraucht. Na, immerhin bringen sie den um. Überrennen sie ihn. Direkt aus dem Altenheim entflohen. So, dann hoffen wir mal, wir haben jetzt schon im letzten Part sehr viel Dungeon gemacht. Hoffen wir mal, dass wir diesmal irgendwo ankommen. Es wäre sehr wünschenswert. Es sieht aus, als würde da irgendwas sein. Oh nö, ey. Wisst ihr, dann können die Ghule, diese Zombie-Dinger und auch andere, diese Fürsten der Finsternis, die können dann auch noch natürlich hier Sachen rufen. Was ist das hier? Bring mich hier raus! Bring mich hier weg! Oh, wo sind wir denn jetzt schon wieder gelandet? Bitte! Bitte! Ich will nicht mehr! Wen soll ich hier Geld geben? Oh nee, ey. Wem muss ich hier Geld geben, damit er mich durchbringt? Durch das Spiel.
durch diesen Dungeon. Damit er sich dann. Ja, damit er. Ja, ich hab eine Kutsche. Warum kann ich nicht mit der Kutsche hier durch? Haben wir es bald geschafft? Ich weiß nicht. Wir haben ja hier geheilt. Das wäre super. Es ist ein Grabstein. Die Inschrift lautet: Dies ist die letzte Ruhestätte meines geliebten Eldrio. Möge er in Frieden ruhen. Oh ja. Ist er hier gestorben? Ich meine, wenigstens verübeln. Boah! Wem ist es hier auch zu verübeln, wenn man hier stirbt? Eldrio, was tust du? Alleine bist du hier etwa alleine durchmarschiert? Also alleine würde ich hier nicht durchmarschieren. Niemals im Leben würde ich alleine hier durchlaufen. Nur mit 200 Mann an meiner Seite. Mit 200 Mann ist gut, ne? Wir haben hier eine Abzweigung. Und Belial, dich haben wir noch nie gesehen hier im Spiel. Du bist neu. Mach mal einen Stoßwirbel. Ich glaube, du bist... Ach ja, da war ja was. Ja, ich vergaß. Ich habe auch nicht mehr so viel MP, ne? Das ist halt auch eine Sache. Ich will halt auch nicht mehr so richtig viel übertrieben heilen. Ja, 200 Schaden ist nicht schlecht, die Attacke. Das ist auch nicht schlecht. Ja, machst du Kabumm? Ja, natürlich. Diese Viecher machen immer Kabumm. Kabumm, Kabumm, Kabumm. Explosionen machen sie. Und dann greifen sie zweimal an mit einer Heugabel. Oder mit der großen normalen Gabel. Die haben Hunger. Sehen auch so aus, als hätten sie dauerhaft Hunger. Ja, ja. So langsam muss ich mir Gedanken machen um meine Magiepunkte, ne? Also ich habe noch hier, jeder hat noch eine Packs und Elfenlegs hier, das weiß ich. Das habe ich bevor ich nach Dings gegangen bin, hier ausgerüstet. Es sieht aus, als wenn es da Ziel ist. Wir gehen mal kurz einmal in Abzweigung. Ich weiß, Leute, ihr denkt euch so jetzt, was, warum gehst du nicht da lang? Hier ist ja nichts. Cool. Okay, wir wissen, dass hier eine Abzweigung ist, wo nichts ist. Vielleicht ist das später was. Ein Teleportationspunkt. Das wäre super. Wenn das einfach ein Teleportationspunkt wäre, aber komplett durch den Dungeon durch. Es wäre so cool, das, weil wisst ihr, warum das cool wäre? Weil man dann durch könnte. Einfach so. Ohne sich Gedanken zu machen. Das ist alles so eklig hier. Mach mal clear. Da muss man nicht durch den Dungeon durch. Wisst ihr, das ist praktisch. Ich will nicht mehr. Nein! Hör auf damit! Ah. Ja, super. Es freut mich so ungemein. Ich bin da so ein richtiger Fan von. Wirklich. Ich lasse den Kampf jetzt extra drin, damit ihr seht, wie nervig das einfach sein kann. Wenn die jetzt noch Partner rufen würden, dann wisst ihr, dann ist das Maximum erreicht. Holy moly. Ja, aber man kriegt gut Erfahrung, so ist das nicht, aber ich hoffe mal, da oben ist wirklich mal das Ende. Ich sehe Licht am Ende des Tunnels. Ah, ja, du hast erst ein Drittel geschafft. Moment, es hört sich nach Dorf an. Wir sind angekommen, Freunde. Wir sind im Dorf angekommen. Oh. Wo sind wir hier? Entschuldigung. Lebt hier jemand? Nee, ne? Du musst den Schlüssel noch aus dem Dungeon holen. Vergesst das nicht. That guy's a whopper, isn't it? Wonder what's behind it, eh? It won't move an inch. What do we do now? Well, we can't just turn back. Come on, someone must have a bright idea. Die Maus weiß Bescheid. Bitte kein Dungeon. Ich schwöre es euch. Kein Dungeon mehr. Welcome to the Dragovian Sanctuary. We Dragovians are capable of existing in two forms.
human and dragon. I am Chen Mui, a Dragovian elder. I'll be your guide here. It has been many hundreds of years since humans last set foot within the sanctuary. Your sudden appearance may shock some Dragovians. That is why I would like to accompany you. You may feel uncomfortable at being escorted, but I pray for your understanding in this matter. Ja, von mir aus, alter Mann. Ich nehme an, die Existenz der Dragovianer war ein ziemlich überraschend für euch. Ja, ja, das verstehe ich durchaus. Das Leben steckt voll Überraschungen und ich hätte nie geglaubt, dass Menschen durch das Labyrinth zur Zufluchtsstätte finden würden. Junge, da weißt du, was das für eine Tortur da war? Es ist einfach übertrieben. Oh, das sieht ja interessant aus. What's this? What happened? The sanctuary wasn't like this when I left. Was meinst du mir, als du gegangen bist? Eine Mini-Medaille! Gut, gehen wir erstmal in die... Ich muss die Ältesten fragen, weshalb die Zufluchtsstelle sich in einem derart traurigen Zustand befindet. Der Rat der Ältesten tagt jetzt sicher gerade. Statten wir ihnen einen Besuch ab. Sie versammeln sich im großen Gebäude der Zufluchtsstätte. Ja, darf ich erstmal hier rein? Ich dachte, das geht gar nicht gerade. Ich kam da einfach nicht rein. Hallo! Wir alle, ob jung oder alt, verlieren langsam unsere Lebenskraft. Ja, selbst unseren Willen zu leben. Einst schritt mein Vater stolz einher. Jetzt sehe ich ihn euch an. Er ist so schwach, dass er nicht mehr stehen kann. Womit ihr haben wir es verdient? Und wer hätte die Tragödie voraussehen können, die unserem Fürsten befallen hat? Ich weiß es nicht. Was für eine Tragödie. Na, kann mir auch egal sein. Wir sind jetzt hier, um eure Sachen kaputt zu machen. Bist du der Vater? Wahrscheinlich, ne? Humans! What are they doing here? If only I had the strength to turn into my dragon form, I would scorch them where they stand! I should have expected that even ill health wouldn't quench your hatred of humans. Master Chen Wei, so you brought these humans into our sanctuary. You traitor! These ridiculous notions like this that made your daughter commit her offense against our race. An offense against our race, you say? You haven't changed one bit. Well, there's no sense trying to reason with a stone. Let's leave this stubborn old man to his own devices. Fool or not, it isn't right to antagonize a man on his sick bed. Naja, jetzt ist die Gelegenheit, wo wir auf ihn strullern können, ne? Scherz, Leute, sowas macht man nicht. Das macht man nicht. Aber wir hätten die Gelegenheit. Also, wenn er uns mit Hass begegnet, hassen wir ihn zurück. Bleiben Sie an nichts anderes übrig. Ich meine, der hat ja keine lebenserhaltenden Maschinen, die wir aufstöpseln können. Ach komm, nee, wann ist ein Witz. Ist ein Witz. Wir können ihn zwar hassen, er hasst uns oder so. Dann lassen wir ihn einfach in Ruhe. Nichts ist schlimmer, als jemand einfach seine Gedanken zu überlassen. Einfach denken lassen und nichts tun. Ja. Ein Stück Steinsalz. Wir werden diesen Part komplett Dorf erforschen. Ja. Eine Mini-Medaille. Weil ich gerne bis zum nächsten Part leveln würde. Und ich würde gerne herausfinden, ob man hier Brandkraut, ob man hier auch irgendwo speichern kann. Okay, hier oben ist sonst nichts. Die große Königin heißt Menschen und Dragomänner gleich mit willkommen. Wie kann ich euch helfen? Ach, hier kann man speichern. Das ist sehr gut. Das freut mich sehr. Ja. Einmal bitte speichern. Ich würde hier gerne nicht wieder hinlaufen müssen. Niemals in meinem gesamten Leben.
Wahrscheinlich werde ich das irgendwann tun müssen, wenn ich irgendwann in 10 Jahren oder 20 Jahren oder so... Ich hoffe, so lange lebe ich nicht. Ich werde doch niemals 50, Alter. In 10 Jahren oder so, wenn ich Dragon Quest 8 irgendwann... Na, ich weiß nicht. Nochmal mache, 3DS-Version oder irgendeine HD-Version. Remake. Dann ja, im Remake. In einem Remake, Alter. Stell dir mal ein Remake vor. Ich meine, wie soll man das remaken? Das ist so gut, das Spiel, das braucht man eigentlich nicht remaken, ne? Eigentlich nur remastern. Es ist 4 Jahre her, dass ich zuletzt einen Menschen gesehen habe und damals war es auch nur ein Toter. Habt ihr den Grabstein auf eurem Weg hergesehen? Dort wurde seine Leiche gefunden. Das war vor ungefähr 20 Jahren. Er war ein junger Mann und erschien einer Königsfamilie anzugehören. Okay, wir kriegen hier ein bisschen über Lore-Info, ne? Ich muss mir jetzt merken, dass es das, was hier die Kirche war, wo ich speichern kann. Dieses Gebäude ist die Kirche, gut. Ja, ja. Gucken wir uns weiter um. Guten Tag. Das Tor zur Zufluchtsstelle kann nur von Angehörigen der Dragobianischen Rasse geöffnet werden. Deshalb schockiert es mich, hier Menschen zu begegnen. Doch ehrlich gesagt, ich bin froh, euch zu sehen. Im Nachhinein denke ich, dass wir wohl den falschen Pfad einschlugen, indem wir uns absonderten. Seht uns doch an. Wenn ihr mich fragt, war unser Schicksal in dem Moment versiegelt, da wir uns entschieden, die Verbindung mit den Menschen abzubrechen. Okay. Mit Fjordel Yggdrasil Tau. Ist aber schon gemütlich hier, muss ich sagen. Also. Regnet es hier auch? Wenn nicht, wäre optimal, ne? Ja, wie gesagt, ich erforsche heute mal alles. Nehmen wir den Laden. Da haben wir sowieso noch Zeit. Eine Mini-Medaille. Da haben wir da noch zwei Beutel hängen. Ein zäher Käse. Es will aber das Gesetz der Zufluchtsstätte verbietet es mir, mit Menschen Handel zu treiben. Mit einer Sondergenehmigung des Rats des Altesten wäre es vielleicht möglich. Aber zum jetzigen Zeitpunkt kann ich nicht und ich muss euch daher bitten zu gehen. Ist nicht schlimm. Du willst ja auch keinen Ärger haben. Kann ich vollkommen verstehen. Also aktuell kein Handel für uns. Naja. Guten Tag, darf ich rein da? Master Chen Nui, what a surprise. It has been many years. When did you return? Save the pleasantries. You must tell me what is happening here. I apologize. That's a matter for me to discuss with the council elders. Pray, let us pass. Most honored Chen Mui, you may pass, but I cannot permit the humans to enter the council chamber with you. We are facing a dire crisis, and you stand on formalities? I will take full responsibility for my guests. Now, move out of my way at once! It appears your mind is made up, Master Chen Mui. In that case, please, enter. Ja, aber dann gehen wir erstmal unten hin. Wir waren das eine untere Gebäude noch nicht drin, ne? Und dann gehen wir da oben rein. Wenn wir dürfen. Dieser Weg führt lediglich zu meinem Haus. Bevor wir dorthin gehen, muss ich herausfinden, was mit der Zufluchtsstätte geschehen ist. Wir müssen mit dem Rat des Ältesten sprechen. Okay, ist okay. Immerhin haben wir den Dialog auch noch gesehen. Ne? Hat sich also doch trotzdem noch gelohnt. Na gut, dann reden wir mit dem Rat der Ältesten. Und natürlich sind sie alt. What is this? The Council of Elders is in session. Ah, if it isn't Chen Mui. It is indeed. Welcome back to the council, Chen Mui. Thank you, but let us save the pleasantries for later. First, tell me how the sanctuary could have fallen into this state. Ah, yes.
I forgot that you left before the ritual was carried out. Very well. Let me tell you how all this came about. Just after you left Chen Mui, the Lord of the Dragovians came to a momentous decision. As of course you know, we Dragovians are both human and dragon. He decided the time had come for us to abandon our human forms once and for all. What? Preposterous! Does such a ritual really exist? Our Lord ascended the heavenly dais to test the ritual on himself first. Once it was completed, our Lord became a dragon once and for all. Or so he thought. In fact, the ritual failed. As you know, it consumes a great deal of energy for us to remain in our dragon forms. The ritual compensated for this by replenishing the energy from the ambient surroundings. In other words, our Lord began to absorb the energy of his fellow Dragovians. We are slowly being consumed by his unending hunger for energy. Thus, the sanctuary has fallen into discord and disarray. As soon as we realized the ritual had failed, we appeared before the Lord of the Dragovians to plead with him to reverse it. But the ritual appears to have affected his mind as well. In his current state, he cannot be reasoned with. What now sits upon the heavenly dais is not the Lord of the Dragovians, but a savage, uncontrollable monster. He attacked us. We had no choice but to withdraw. And soon the sanctuary of the Dragovians will be no more. I can put it no more plainly than that. I see. It appears terrible events have unfolded during my absence. Chen Mui, I meant to ask earlier, but who are your companions? They appear to be humans, if my eyes do not deceive me. I mean no rebuke. I am simply curious. Your eyes do not deceive you. These humans intend to confront the Lord of Darkness, Rapthorn. Indeed. Is he? There will be time for that later. They plan to confront the Lord of Darkness, you say? If that is the case, they have arrived at a most fortuitous point in our conversation. But can we really entrust such an important task to outsiders? Outsiders? Perhaps you should introduce yourselves to the Council of Elders. Ja, also ich meine, warum nicht, ne? Aber gleich, gehen wir erstmal unten. Vielleicht lohnt es sich ja irgendwas mitzunehmen hier. Da geht's raus wahrscheinlich. Warum ist hier unten... Hä? Das ist so dumm. Da unten ist einfach jetzt ungenutzt. Egal von welcher Seite man als Dragovianer ist es nur natürlich, sowohl eine menschliche als auch eine Drachengestalt zu besitzen. Die Entscheidung unseres Fürsten, seine menschliche Gestalt bar jeder Vernunft aufzugeben, ist die Wurzel der Tragödie, die uns befallen hat. Oh, ihr seid Miko, nicht wahr? Ist er nicht so ein stattlicher junger Mann herangewachsen? Ja, stattlich. Es gibt eine Möglichkeit, den Fürsten der Dragovianer aus seinem Irrsinn zu retten, und zwar indem ihr ihn im Kampf besiegt. Wenn er fällt, wird er wieder seine menschliche Gestalt annehmen und zu Sinn kommen. So steht zu hoffen. Folglich haben wir eine Versammlung einberufen, um einen tapferen Krieger aus den Reihen unseres Volkes zu erwählen, der in Einzelkampf gegen den Fürsten der Dragovianer antreten soll. Doch wir sind zu dem unausweichlichen Schluss gekommen, dass sich in unserer gegenwärtigen Lage niemand unter uns befindet, der solch eine Auseinandersetzung überleben könnte.
Traurig, ne? Und du so? Ich hätte mir nie gedacht, dass dem Fürsten der Dragovianer einmal ein solches Schicksal eilen würde. Werdet ihr ihn wieder zur Vernunft bringen und die Dragovianer Zufluchtsstätte von der Vernichtung erretten? Ja, ja. Obwohl wir nicht an den Kampf gegen den Fürsten der Finsternis benachteiligt waren, sind wir uns durchaus bewusst, wie mächtig Rapphorn ist. Ihr seid bloße Menschen und dennoch wollt ihr euch ihnen entgegenstellen. Das ist wirklich sehr beeindruckend. Klar doch. I see. It would take powerful warriors indeed to overcome the strength of the Lord of the Dragovians. Which makes these humans perfect for the task. Indeed, their valor has been acknowledged by none less than the godbird Imperia. The godbird Imperia? I hesitate to ask any more of you when you already journey under such a terrible burden. But before you confront Rapthorn, I would ask that you face the Lord of the Dragovians. Think of it as a personal request from me. Will you? Ja, ja, machen wir. I had faith in you from the very start. Simply hearing that lifts my spirits immensely. Please, come to my home, where I will prepare a cheese banquet suitable for great heroes such as yourselves. Ja, dann machen wir das mal. Gehen wir zu seinem Haus. Was haben wir hier eigentlich? Unten war der Ausgang, oder? Was ist hier oben? Hey, was? Wieso können wir da unten auch raus? Na, ist mir egal. Wir gehen jetzt zu seinem Haus. Wir machen das heute. Ja, ich habe gesagt, ich habe erkunden heute. Den Ort, dann machen wir es auch. Master Chen Mui. You finally return. I have looked forward to this day. Ah, yes. Thank you for watching over things in my absence. I brought some human guests with me today. I want you to make sure they are comfortable. Guests from the human world? Do you mean one of them is Miss Chia's? Why don't you begin preparing tonight's meal? Of course, Master. A cheese banquet, I presume. I'll begin preparations right away. Please, make yourselves at home. Wow, what a spread, eh? I don't think I've ever eaten that much cheese in my whole life. Not that I'm complaining, mind. That was good grub. I'm just feeling a bit cozy round the old midriff. That's Yangus, always thinking with his stomach. By the way, there's something about this Chen Mui fellow that sticks in my mind. We only just met him today. How does he know so much about us? Actually, I found the attitude of the elders even more bizarre. It was as if they'd known about you for a long time. You reckon? I didn't notice nothing weird. But if it's bugging you, right, why don't you ask that old Shem Wasset bloke, eh? You know, for once, I actually agree with you, Yangus. I seriously doubt he'll spit out the truth there and then, but it can't hurt to try. Ja, ja, aber erst nachdem wir hier ausgeräumt haben, ne? Die Station lässt sich nicht öffnen. Eine Mini-Medaille. Ich weiß, da ist nichts drin. Und hier? Nichts. Da geht's wahrscheinlich wieder raus. Wir machen hier erstmal Radau, ne? Ein himmlischer Käse. Mmh. Guten Tag.
Das Zimmer, in dem ihr untergebracht seid, gehörte einst Chen Muis einziger Tochter, Chia. Sie war ein neugieriges und abenteuerlustiges Mädchen. Eines Tages beschloss sie loszuziehen und die Welt der Menschen mit eigenen Augen zu sehen. Als Chen Mui ihr Verschwinden bemerkte, brach er sofort auf, um sie zu suchen und nach Hause zu bringen. Aber als er seine Tochter endlich fand, hatte sie sich bereits in einen Menschen verliebt. Sein Name war Eltrio, und er war ein Prinz in der Welt der Menschen. Ich erinnere mich nicht mehr an den Namen seines Königreichs, aber ich weiß noch, dass sie eine bestimmte Tradition hatten. Die Männer dort gaben ihre Außerkorone einen Ring mit einem besonderen Juwel. Fräulein Chia kehrte mit eben solch einem Ring an ihrem Finger zur Tragobianer Zufluchtsstätte zurück. Mhm. Interessante Geschichte. So, konzentrierter Käse. Mini-Medaille. Am Vater Dragomir, der zur Dragomianer Zufluchtsstätte führt, liegt ein altes Grab. Es gehört Eltrio, dem Menschen, der Fräulein Chia sein Herz versprochen hat. Anscheinend hat er versucht, seiner Geliebten von der Welt der Menschen bis zur Zufluchtsstätte der Dragomianer zu folgen. Doch diese Straße ist lang und voller Gefahren. Er starb kurz bevor er das Ziel seiner Reise erreichte. Ich habe Fräulein Chia nie so traurig erlebt wie an jenem Tag, als sie die Nachricht hörte, sie starb wenig später. Meister Chen Mui bereut seine Entscheidung, die beiden auseinanderzureißen, auch heute noch zutiefst. Ja, kann ich verstehen, dass er das dann bereut. Was haben wir hier? Bücher! Lass mich durch. Bücher. Mhm. Es ist ein Buch mit dem Titel Die faszinierende Welt des Bastiers. Meine lebenslange Passion für Bastiers haben mich verlassen, das viele Jahre mit der Suche nach dem ultimativen Exemplar zu verbringen. Dem göttlichen Bastier und dank dem Wunder der Alchemie ist mein Traum nun endlich wahr geworden. Das Rezept ist einfach, man kombiniere ein schimmerndes Kleid mit... aber vielleicht sollte ich mich nicht gleich all meine ganze Rat, nicht wahr? Lieber Bastier-Freund, wenn ihr dieses Buch in den Händen haltet, dann befolgt meine Ratschläge und erschafft eure eigenen göttlichen Bastier. Ich möchte euch den Spaß nicht verderben, indem ihr es euch zu leicht mache. Ich hoffe, mein Buch findet einen Gleichgesinnten, der Bastier mit eben solcher Leidenschaft sammelt wie ich. Warum sammelt man da sowas? Egal. Ihr seht aus, hättet ihr etwas auf dem Herz, kommt schon raus damit. Ja, und so und dann, ja. Ah, ihr fragt euch also, wie es kommt, dass wir so viel über euch wissen, Miku. Tja, das ist kein Wunder, aber ich muss euch leider bitten, euch etwas zu gedulden. Im Augenblick solltet ihr euch auf die Aufgabe konzentrieren, die vor euch liegt. Wir müssen die Fürsten der Dragonianer wieder zur Vernunft bringen und die Dragonianer Zufluchtsstätte retten. Sobald ihr diese Aufgabe erledigt habt, werde ich jede einzelne eurer Fragen beantworten. Das verspreche ich euch. Okay. Darf ich einfach gehen? Hey, Chef, ich denke, heute ist schon ein bisschen spät, um noch was auszurichten, oder? Was? Müssen wir schlafen gehen, oder wie? Ja, dann schlafen wir. Geht der Part halt noch ein bisschen länger, ne? Ich muss nämlich trainieren vor dem nächsten Part, deswegen. Ich will trainieren. Awake already? How do you feel? Did you sleep well? Jojo. Glad to hear it. I'm counting on you. Today, you will visit the heavenly dais. The path is a labyrinth. The entrance lies beyond a portal, beneath the council chamber. Okay, kann ich eigentlich auch gehen einfach? Ich will trainieren. Das ist die Sache. Ist das hier ein Teleportationspunkt? Dragomianer Zufluchtsstätte, das ist hier, ne? Au! Au, au, au! Stimmt ja. Über mir. So. Ich kann auch einfach eine Fairberry, oder? Läuft der mir jetzt die ganze Zeit permanent hinterher? Ich würde gerne mich trainieren bis zum nächsten Part. Dann machen wir das. Ja. Gut. Er begleitet uns nicht mehr. Oh. So ein Mist aber auch. Zwinker, zwinker. Nee, ich werde jetzt hier mal bei der Kirche oben speichern gehen. Und dann machen wir im nächsten Part das himmlische Podium mitsamt Drachen. Weil ich würde gerne jetzt leveln gehen. Ich würde jetzt gerne leveln und... Ja, das machen wir im nächsten Part. Also das himmlische Podium, Labyrinth, wenn ich das schon höre, kriege ich das Kotzen. Aber hey, bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss.